Winnetou. Ich wusste meine müden Augen. Aber du bist der Medizinmann, der mir ein zweites Leben geschenkt hat. Wir dürfen das nicht dulden. Wie willst du sie dran hindern? Der Wald gehört den Indianern. Heiliger Wald. Der Wald gehört jetzt zu unserem Gebiet. Hier haben wir zu bestimmen. Dann bestimme ich, dass die Männer hier verschwinden. Ich sagte wir, nicht du. John, Deville bietet uns Schutz vor den Indianern. Und wir können eine Menge Geld verdienen. Es ist nur von Vorteil für uns. Ich sehe keinen Vorteil, Herman. Keinen einzigen. So könnt ihr ganz einfach lernen, das Alphabet zu schreiben. Und wenn ihr das erstmal könnt... Was ich hier erzähle, gilt auch für dich, Timmy Mayotte. Aber vielleicht weißt du ja schon alles über das Alphabet. Ach, ich hab bloß nachgedacht. Vielleicht denkst du besser über das nach, was ich sage. Es lohnt sich, etwas über diese Dinge zu wissen. Nach all den Jahren ist es gut, noch einmal deine Stimme zu hören. Du hast mir alles erzählt. Winnetou hat das gemacht, was sein Herz ihm befahl. Und er hat gut gehandelt. Wir müssen das Land und die Sprache unserer Väter und Urgroßväter und die Melodie unserer Träume bewahren. Es wird nicht leicht sein, das weiß ich. Aber Manitou, der große Geist, hat uns dieses Land anvertraut. Und wir, nur wir, sind dafür verantwortlich. Winnetou, du musst die Berge verlassen, hörst du? Denn die Brüder deines Stammes brauchen dich. Und dann... Du solltest Mary nicht aus dem Weg gehen. Wie viel wert sind alle Probleme der Menschen gegen einen einzigen Moment der Liebe? Verstehst du? Du musst... Katanka. Wo willst du hin, kleiner Biber? Es gibt viel zu tun. Wir müssen das Fest vorbereiten. Ich weiß. Vashti soll zum Häuptling gewählt werden. Und was dann? Soll der dein Mann werden? Tanka war doch dein Mann. Ich verstehe das nicht. Tanka ist tot. Also geh schon. Aber komm nicht zu spät zurück. Es gefällt mir, wie du auf deinen kleinen Bruder achtest. Vashti ist sehr freundlich.
Hast du darüber nachgedacht, was ich dir gesagt habe? Noch nicht. Es ist noch zu früh. Du weißt, dass du mit dem zukünftigen Häuptling sprichst. Dieses Land gehört uns. Die Bäume, die Luft, das Wasser und die Fische. Du bist Gast in unserem Land. Diesen Fisch möchte ich dir schenken. Ich nehme dein Geschenk an. Mein Name ist Timmy. Mein Name ist Kleiner Biber, weil ich gut schwimmen kann. Ich kann schnell laufen. Aber nicht schneller als ich. Hey, komm! Siehst du eine Höhle? Geh bloß nicht rein! Hast du Angst? Ein richtiger Krieger hat nie Angst. Aber eine Höhle kann gefährlich sein, weißt du? Du hast doch Angst. Ich habe keine Angst. Wollt ihr die ganze Nacht dort oben verbringen? Winnetou! Schieß, Winnetou! Der Wolf ist gefährlich, er will uns fressen! Das ist seine Natur. Er hat Hunger. Meine kleinen Krieger haben doch nicht etwa Angst vor dem hungrigen Wolf. Kleiner Biber hat niemals Angst. Ich auch nicht. Aber kann er sich nicht was anderes zum Fressen suchen? Jedenfalls bald. Dabei weiß er nicht einmal, dass man nicht einfach in eine Höhle gehen darf. Jedes Kind weiß, dass da Wölfe drin sind. Kommt jetzt. Ich bringe euch morgen früh ins Tal. Heute ist es zu spät. Du bist ein ziemlich großer Wolf. Ich glaube, der größte, den ich je gesehen habe. Wie viele Wölfe hast du denn schon gesehen? Ein richtiger Krieger lügt nicht. Ist das so, Winnetou? So ist es, kleiner Biber. Das ist der erste Wolf, den ich gesehen habe. Du hast uns das Leben gerettet. Vielleicht kommt der Tag, da rettet ihr auch mein Leben. Oh ja, hoffentlich bald.
Dann sind wir Blutsbrüder. So wie du und Old Shatterhand. Ihr wart doch Blutsbrüder, oder? Ja. Old Shatterhand wurde mein Blutsbruder. Es ist schon sehr lange her. Die Bäume haben seitdem viele Male ihre Blätter abgeworfen. Ich möchte auch dein Blutsbruder sein. Ich auch. Bitte, Winnetou. Meine Brüder. Gehorcht der Wolf uns jetzt auch? Schließlich sind wir Blutsbrüder. Er gehorcht niemandem. Mir auch nicht. Aber wir sind Freunde und wir respektieren uns. Guck mal, ein Hase! Daneben! Aber warum hast du das Messer geworfen? Nur so aus Spaß. Man tötet nicht aus Spaß. Und außerdem war dein Wurf sehr schlecht. So. So muss man es machen. Mhm. Verstanden? Ich habe auf den ersten Blick gesehen, dass mehr in dir steckt als nur ein einfacher Siedler. Ich habe große Pläne. Ich bin sicher, dass es für uns alle gut ist, dass Sie hier sind, Mr. Deville. John mit seinen Plänen. Wir haben nicht einmal genug Geld für die Aussaat. Das wird sich ändern. Wir holzen vom Westen nach Osten zu ab. Das erleichtert uns den Abtransport. Was ist, wenn der Bau der Bahnlinie aus irgendeinem Grund eingestellt wird? In 3 Monaten führt die Bahnlinie hier ganz in der Nähe vorbei. Und dann ist dieser Wald hier Gold wert. Pures Gold. Die Indianer werden nicht ruhig zusehen, wie ihr heiliger Wald abgeholzt wird. Ich weiß nichts von einem heiligen Wald. Es sind doch nur Bäume, sonst nichts. Die Roten werden deswegen keinen Krieg vom Zaun brechen. Wir haben sicherlich mittlerweile Respekt vor dem großen weißen Vater in Washington. Ich will, dass in 2 Monaten hier alles kahl ist. Alles.
Timmy! Ich habe dich überall gesucht. Wo warst du so lange? Es war Nacht. Er ist bei mir geblieben. In Sicherheit. Balthasar, Balthasar, ich hab dir so viel zu erzählen. Timmy, wir haben uns Sorgen gemacht. Sieh mal, wen ich mitgebracht hab. Das ist deiner Lieber. Ich danke dir, Winnetou. Es freut mich, dich zu sehen, John. Aber meine Freude ist getrübt. Warum? Das ist das Land der Väter meiner Väter und deren Väter. Die Assiniboines haben euch dieses Land zur Nutzung überlassen. Wir sind euch dankbar dafür. Zur Nutzung, John. Nicht zur Zerstörung. Der Wald ist uns heilig. Wir Quäker haben damit nichts zu tun. Du sprichst die Wahrheit. Deine Wahrheit. Wieso? Ich habe ein Gespräch zwischen Hermann und Deville gehört. Und das erfüllt mich mit Sorge. John! Es ist etwas Furchtbares passiert! David ist tot! Niemand stirbt wirklich. Die Geister unserer Toten sind immer bei uns. Dein Sohn David wird dich nie verlassen. Er war noch so klein. Ich kann es nicht fassen. Manchmal habe ich das Gefühl, es wäre alles nur ein böser Traum. Der große Geist weiß, was er tut. Der große Geist? Ja, Mary. Ein alter Medizinmann hat Worte gesprochen, die dein Herz berühren werden. Was hat er gesagt? Dein Leben wird sich ändern. Wie? Du wirst es wissen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich werde immer für dich da sein, Mary. Immer. Lass mich an, komm. Ja. Was macht der weiße Mann hier? Das ist Indianerland. Die Rothaut sagt, wir sollen hier verschwinden. Wie finden wir denn das? Nicht gut, gar nicht gut. Ich finde, wir sollten sie in die ewigen Jagdgründe schicken. Morgen, wenn die Sonne aufgeht, töten wir jeden, den wir hier noch finden. Der große Geist hat meine Worte gehört. Hey Boss, Sie haben eine Lektion verdient.
nicht schießen! Samuel! Die Rothäute haben meinen Bruder erschossen. Er ist in meinen Armen gestorben. Samuel! Oh mein Gott! Samuel! Samuel! Deine roten Freunde. Da siehst du, wozu sie fähig sind. Ja, er hat recht. Genau wie Herman immer gesagt hat. Hättest du nur einmal auf Herman gehört. Seid ruhig. Bleibt vernünftig. Vernünftig bleiben. Und was ist mit Heather? Sie ist schwanger. John, bringt das nicht aus der Ruhe. Er hält die Indianer für seine Freunde. Bis der letzte von uns umgebracht ist. Solange ich hier was zu sagen habe, Herman, werden keine voreiligen Entscheidungen getroffen. Bald hast du hier nichts mehr zu sagen, John. In früheren Tagen konnten wir von Horizont zu Horizont reiten. Und kein weißer Mann hat uns den Weg verstellt. Kein weißer Mann hat uns gesagt, wo und wie wir leben sollen. Was für ein Leben führen wir jetzt? Die weißen Männer haben unsere Büffelherden ausgerottet. Und jetzt wollen sie uns ausrotten. Schamlos töten sie unsere Frauen und Kinder. Ihnen liegt nur daran, unsere Völker umzubringen. Meine Brüder, sollen wir das ertragen, ohne uns zu verteidigen, wie ein alter Hund, der keine Zähne mehr zum Beißen hat? Ich bin kein alter Hund. Und ich habe Zähne zum Beißen. Danke, kleiner Bibe. Ich spreche mit Vashti. Wenn es nicht zu spät ist. Ich habe gezeigt, auf welcher Seite ich stehe. Auf der Seite der Weißen. Ja.
Das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist ein Haufen wild gewordener Indianer. Dafür hast du gesorgt. Die Wilden sollen wissen, wo sie hingehören. Was sagt dein indianisches Blut? Was werden sie jetzt tun? Kommt drauf an, wer sich durchsetzt. Die Krieger oder die... Jetzt hast du gezeigt, was du bist. Ein kompletter Idiot. Die weißen Hunde sind Feiglinge. Sie schießen nur auf den Rücken. Viele Soldaten werden kommen. Und unseren Tod rächen. Ihr werdet alle sterben! Aber zuerst sterbt ihr. Niemand wird sterben! Es gab so viele Kämpfe. Und so viele tapfere Krieger sind gestorben. Sollen die Squaws wieder ihre Klagelieder anstimmen? Ich sage nein! Ich werde nicht zulassen, dass so viel Leid und Elend über den Stamm der Assiniboines kommt. Wir werden diese Weißen hier davonjagen. Und sie werden nie zurückkehren. Hat sich das Herz eines Hasen in die Brust von Winnetou geschlichen? Hat sich das Gehirn eines Huhns in den Kopf von Vashti eingenistet? Wächst das richtig? Ganz und gar nicht, Timmy. Haben wir einen Fehler gemacht? Nein, wir haben Pech gehabt. Und jetzt? Jetzt. Jetzt kommen harte Zeiten auf uns zu, Timmy. Aber wir schaffen das schon. Nächstes Jahr wird die Ernte besser. Woher willst du das wissen? Ich weiß es nicht, aber meine Würfel werden es mir sagen. Wenn ich eine 6 würfel, mit einem Würfel, dann wird alles okay. Und wenn nicht? Dann kannst du dir Sorgen machen, Timmy. Hör auf mit dem Unsinn, Balthasar. Unsinn? Das ist kein Unsinn. Schau hier, Timmy. Gott sei Dank. Der Herr hat uns ein Zeichen gegeben. Du hast doch geschwindelt, Balthasar. Ich? Geschwindelt? Ich schwindel nur, wenn es nicht anders geht. Aber diesmal. Du hast deine Warnung bekommen, Deville. Das ist das letzte Mal. Ich lasse mich nicht wie einen räudigen Hund davonjagen. Das solltest du wissen. Rothaut!
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lasst uns beten. Beten. Beten, das nützt uns nichts mehr. Was hat John bis jetzt erreicht? Nichts. Können wir hier in Frieden leben? Nein. Können wir uns selbst ernähren? Nein. Hat uns die Ernte was gebracht? Nein. Gott wird uns nächstes Jahr eine gute Ernte schenken. Nächstes Jahr werden wir hier alle verhungern. Unsere Zukunft liegt bei Deville. Hier wird eine neue Stadt entstehen. Jeder hat die Möglichkeit, wohlhabend zu werden. Der Mann weiß, was er macht. Deville ist der falsche Weg. Deville ist ein Spekulant. Er will viel Geld verdienen. Möglichst schnell. Und dann ist er wieder weg. Bestimmst du allein, was der richtige und was der falsche Weg ist? Mein Mann ist tot, Herman. Dein Bruder. Jetzt ist keine Zeit für Schuldzuweisungen. John tut, was in seinen Kräften steht. Sei nicht traurig. Du bist der Klügste und Beste von allen. Du bist 100-mal klüger als Herman. Jetzt übertreibst du ein bisschen, Timmy. Dieses Land war unser Land. Von da, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht. Sie gab uns alles, was wir brauchten. Und was gibt uns der weiße Mann? Hunger, Krankheit, Tod. Ja, 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 ja. Basti hat recht. Wir sollten diese weißen Hunde aus unserem Land jagen. Ja, 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 Basti hat recht. Ja, recht. Ja, 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 völlig recht. Ja, ja, ja. Basti hat recht. Er ist ein kluger Krieger. Er hat nur vergessen zu sagen, dass einmal unser Volk zahlreich war. Heute sieht es aus wie Bäume, die in einem leeren Tal von einem starken Wind zerstört wurden. Und die Weißen? Die Weißen sind wie Ameisen. Immer mehr und mehr dringen sie in unser Land ein. Deswegen haben wir Frieden geschlossen. Es wäre dumm und gefährlich, Vashti, diesen Frieden aufs Spiel zu setzen. Tashatunga, euer alter Häuptling, ruht in diesem schönen Tal, wo das Gras grün ist und das Wasser fließt. Das Gras und das Wasser haben ein Lied, sagte er. Dieses Lied soll das rote Volk singen. Eines Tages wird die ganze Welt unsere Stimme hören. Weil es die Stimme der Wahrheit ist. Nein! Das ist nicht wahr! Nein! Das ist nicht wahr! Nein! Das ist nicht wahr! Feigling! 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 Es gibt keinen Frieden mit dem weißen Mann. Ganz sicher nicht. Wenn das Feuer im Herzen der Krieger erlischt, dann bleibt nur Asche. Ich bin ein Krieger, Winnetou. Und ich weigere mich, mit diesen Menschen zusammenzuleben. Ich sage lieber ein ehrenvoller Tod, als ein Leben in Schande.
Vielleicht hat der weiße Mann de Ville eine Lektion erhalten. Vielleicht kommt er nie wieder. Winnetou spricht mit der Zunge dessen, der Furcht vor dem Kampf hat. Zügle deine Zunge. Winnetou hat mit großer Weisheit gesprochen, wie es Tashatunga wollte. Und wir respektieren seinen letzten Willen. Winnetou gilt als ein Mann der großen Taten. Aber das liegt viele Sommer und Winter zurück. Unsere Krieger sind jung und tapfer. Sie wollen jetzt große Taten vollbringen. Kleiner Biber, es gibt eine Zeit für den Kampf und eine Zeit für Verhandlungen. Man muss nur wissen, wann die richtige Zeit ist. Heißt das, dass man auch mit dem Kopf kämpfen kann? Oh ja, und es gelingen einem die größten Siege auf diese Weise. Winnetou, wirst du uns jetzt verlassen? Nein, das mache ich nie. Es ist nicht die Zeit, seinem Volk den Rücken zuzuwenden. Sorgt dafür, dass meine Leute in Ruhe Holz schlagen können. Wer immer uns daran hindert, hoffentlich kommt keiner auf die Idee, wir könnten beim Fällen helfen. Diese Hände eignen sich nicht dafür. Dasselbe nochmal, wenn eure Mission beendet ist. Was willst du? Du hast dein Geld. Meine Bleispritze. Krieg dasselbe wie ich. Warum sollte ich dir doppelt so viel geben wie den anderen? Weil wir doppelt so schnell schießen. Meine Bleispritze. Und ich. Danny, Danny! Der Will kommt zurück. Mit vielen bösen Männern. Was machen wir jetzt? Du musst Winnetou Bescheid sagen. Ich benachrichtige die anderen. Ach ja? Hm. Das will ich aber auch sehen. Wir reiten morgen früh bei Sonnenaufgang los.
Ja, das müssen wir begießen. Ja. Gibst du einen aus? Ich wusste es. Der Will ist nicht der Mann, der eine Niederlage hinnimmt. Es wird Ärger geben. Gerade das will ich vermeiden. Ich habe eine Idee. Es gibt noch eine Möglichkeit. Mein Bruder ist Colonel in Fort Bridge in der Armee. Die können uns vielleicht helfen. Das kann gefährlich sein. Die können auch mal was für uns tun. Kommst du mit? Ja. Die Hände von Kishkau Ko sind sehr geschickt. Nach unserem Sieg über die Weißen bist du mein. Und vergiss nicht, es ist eine Ehre, die Frau des Häuptlings zu sein. Willst du wirklich Vashti heiraten? Man kann nicht immer das tun, was man will. Ich suche da oben nach dem Weg. Ja. Und ich auf der anderen Seite. Gut. Das Lager aufschlagen, Mr. DeVille. Wir reiten zuerst zu den Siedlern. Ich muss mit Harmon sprechen. Da reitet Winnetou. Hört ihn euch! Los, hinterher! Winnetou lässt seinen Freund nicht im Stich. Hab ich dir nicht gesagt, dass wir uns bald wiedersehen werden? Rothaut! Und was hat dir Winnetou gesagt? Wenn du klug bist, dann meidest du diesen Tag. Das ist gut. Sogar sehr gut. Hey, was ist da los? Seht mal.
Lass! Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr seid für mich, dann habt ihr Glück gehabt. Oder ihr seid gegen mich. Doch dann... Natürlich sind wir auf Ihrer Seite, Mr. Deville. Papa! Papa! Nix, Papa. Zurück! Papa! Rothaut! Mr. Deville, vielleicht sollten Sie wissen, dass nicht alle hier so denken wie Herman. Ich für meinen Teil traue Ihnen ganz und gar nicht. Wir werden es uns hier gemütlich machen. Wollt ihr gar nichts dagegen unternehmen? Hat John sich je etwas zu Schulden kommen lassen? Ist er nicht immer für euch da gewesen? Sei still, du Indianerhure! Du gehörst überhaupt nicht zu uns. Du kannst froh sein, wenn wir dich nicht fortjagen. Du bist so mies, Herman. So unendlich mies. Juckt dir das Fell, Rothaut? Ich werd's dir abziehen, jederzeit. Alles, wir haben gemacht. Dann verschwinde. Du hast Glück. Jetzt habe ich endlich ein bisschen Zeit für dich. Glauben Sie wirklich, dass ich Sie mit offenen Armen empfange, Mr. Deville? Du bist genauso, wie ich mir eine Frau vorstelle. Mein Freund? Ein Spielchen? Ja, natürlich. Da liegt die zweite Vier. Ich hab gewonnen. Ja. Noch ein Spielchen? Na klar doch, das Glück soll man nicht liegen lassen. Was war das? Eine 3. Jetzt brauchst du eine 5. Ja, da ist die 5. Schon wieder gewonnen. Da musst du mindestens eine 8 würfeln. Und das schaffst du nicht. Na komm, komm, komm. Das ist kein Problem für mich. Ich habe heute das Glück gewartet. Ja, man muss verlieren können. Jetzt bin ich dran. Miss vor. Ja, okay. Das sieht gut aus. Ja. Das ist leicht zu schlagen. Ja, so brauchst du mindestens ein 6. Ja, und die kommt. Komm schon, kleine 6.
Ja, eine habe ich schon. Jetzt brauche ich nur noch die zweite. Da ist sie. Ich habe gewonnen. Du hast verloren. Ich mag es nicht, lange zu reden. Du gefällst mir, Perry. Mr. DeVille. Und DeVille kriegt immer, was er will. Ja, bis jetzt. Vielleicht ändert sich das noch. Du hast nicht nur einen Körper, nach dem ein Mann verrückt werden kann. Du hast auch Temperament. Und was im Köpfchen? Mich los! Du bist eine richtige Wildkatze! Verfluchte Scheiße! Mr. DeVille! Mr. DeVille! Die Gefangenen sind abgehauen! Was? Bin ich nur von Idioten umgeben? Bringt mir wieder du! Lebendig oder tot! Was war das? Du bist müde. Du kannst in der Höhle schlafen. Und was machst du? Ich halte Wache. Wenn ich bei dir bin, fühle ich mich sicher. Dann kann mir nichts passieren. Im Dunkeln in die Höhle nachgehen. Wir haben es mit Winnetou zu tun. Mir ist egal, wie die Roten heißen. Tot sehen sie alle gleich aus. Wir warten. Ich habe einen Plan. Wo sollen wir hier Winnetou finden? In seinem Lager. Ich kenne den Weg. Du kennst ihn. Ja, dann los. Wenn's hell ist, werden wir dort sein. Wozu sollen wir das Risiko eingehen, uns eine Kugel einzufangen, hä?
Hier muss man's haben. Mir reicht's, wenn ich's hier hab. Ich schaue einem Mann lieber ins Gesicht, wenn ich ihn umlege. Den Feiglingen eine schöne Überraschung bereiten. Keine Angst. Verdammte Warterei, die müssten doch schon längst am Ende sein. Du kannst es kaum erwarten, ha? Wäre mir gar nicht recht, wenn die Frau dabei drauf geht. Gibt sowieso viel zu wenig davon im Westen. Wir könnten noch eine Menge Spaß mit ihr haben. Ach, vergiss es. Ja, vergiss es! Man kann zwar mit dem Ding nicht genau schießen, aber die Frau treffe ich bestimmt. Ein Kampf sollte zwischen Männern stattfinden. Was haben Frauen damit zu tun? Nichts. Deville hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Tot oder lebendig? Auf Tote muss man nicht mehr aufpassen. Ich kann dir mehr bieten als Mr. Deville. Und mit dieser Waffe triffst du nicht mal mein Messer. Wenn du meinst. Lass die Waffe fallen!
Er ist tot. Ich habe ein Leben genommen. Nein. Du hast mein Leben gerettet. Nur Gott allein hat darüber zu entscheiden. Das Messer von Winnetou hat ihn getötet. Es bleibt eine Sünde. Ich habe getötet. Dazu hat kein Mensch das Recht. Den du gemacht hast! Wo ist Winnetou? Wo ist Winnetou? Knöpfen wir uns jetzt über uns vor. Er ist sicher dort. Die Armee wird früher oder später angreifen. Vielleicht schleicht er noch hier herum. Lass uns die Umgebung durchsuchen. Die Männer sind auf dem Kriegspfad. Der will neue Waffen. Das wird ein fürchterliches Blutvergießen geben. Kannst du die Krieger nicht aufhalten? Sie hören nicht mehr auf mich. Sie denken nur an den Ruhm und die Ehre, nicht an den Tod. Wir müssen es verhindern. Wir brauchen einen Plan. Einen guten Plan. In diesem Chaos findet man gar nichts mehr. Weiter so! Hier, Timmy? Schnell, Balthasar, komm mit. Winnetou hat einen Plan, wir brauchen dich. Moment. Ein gutes Zeichen. Flasche ein.
Und ihr legt ein paar Scheinchen auf den Tisch. Hey. Komm, komm. Ja. Ist ja verdammt gut, der Stoff, Kumpel. Hoffentlich hast du noch mehr davon. Also, Mary Kishkauko, kleiner Biber Timmy, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Für dich kein Problem, John, oder? Na kommt, los, los, los! Ah, Balthasar, für meine Aktion brauche ich unbedingt Whisky. Ja, aber mein roter Bruder. Whisky? Ich bin auch nur ein Mensch, mein schwarzer Bruder. Im Morgengrauen greifen wir an. Was tut Kishkauko hier? Das ist ein Ort für Krieger. Ich bin dir gefolgt. Du bist ein tapferer Krieger. Aber je tapferer ein Krieger ist, desto näher ist er dem Tod. Wenn mich der große Geist ruft, werde ich ihm folgen. Mein Herz ist ohne Furcht. Mein Herz ist voller Furcht um meinen zukünftigen Mann. Was auch immer passiert, ich werde seine Frau sein. Mit meiner Seele und mit meinem Körper. Kishkauko ist weise. Ich bin der richtige Mann für dich. Wir haben dasselbe Ziel. Vielleicht gehen wir verschiedene Wege. Aber ich vergesse all die Lügen nicht und die gebrochenen Versprechen. Du musst lernen, dass dein Weg nicht immer der beste Weg ist. Komm.
Winnetou! Winnetou! Da kommt Winnetou! Hört mich an, Krieger der Assiniboines, meine Brüder. Ich, Winnetou, habe immer noch in Erinnerung, was Tashatungas letzte Worte waren. Ich habe ihm versprochen, die Assiniboines mit meiner Erfahrung zu unterstützen. Winnetou hält sein Wort. Aber ich will nicht, dass die Squaws und die Kinder ihren Männern und Vätern nachweinen. Washti, euer Häuptling, ist nicht in der Lage, euch richtig zu führen. Mit mir werdet ihr siegen, ohne dass Blut fließen wird. Die, die mir vertrauen, sollen mir folgen. Aber vergesst nicht, die Siedler sind nicht unsere Feinde. Lassen Sie uns verschwinden. Es hat keinen Sinn mehr. Mal sehen. Du musst mir vertrauen, Steve. Komm. Das Spiel ist aus, Rothaut. Steve gehört dir. Schwein! Ja! Nein! Waffe weg, Deville! Wenn mir einer folgt, mach ich sie kalt! Lass ihn vorbei! Ah.
Zeig dich! Du feige Rothaut! Hier bin ich, Deville. Willkommen in der Hölle. Wie oft habe ich dir gesagt, lass den Pfeil nicht ruckartig los. Ganz sanft, zieh her. Du musst das Tier lieben, auf das du zielen willst. Es ernährt dich. Sein Schicksal ist mit deinem verknüpft. Dann findet dein Pfeil sein Ziel. Ich hätte ihn beinahe getroffen. Beinahe ist nicht genug, so kannst du verhungern. Einem Mann begegnet, der so denkt wie du. Wie danke ich? Wie ein Mann, den ich respektieren könnte. Wie ein Mann, den ich sehr gern haben könnte. Ich bin ein Indianer, ein roter Mann. Für mich bist du ein Mann, Winnetou. Und ich bin eine Frau. Du verlässt uns. Ich werde ihn nie wiedersehen. Winnetou weiß, dass wir ihn brauchen. Er wird wiederkommen.